Also das hier ist mein Lieblingsbuch. Das ist die englische Fassung, Amazing Grace, auf Deutsch übersetzt, ins Deutsche übersetzt als Erstaunliche Grace. Und das hier ist nämlich die Evaluation, der evaluative Moment in der Erzählung. Grace schafft es, Peter Pan zu werden. Und das hier ist ihr Netzwerk, ihre Mutter, ihre Großmutter und sie als Peter Pan. Ich finde, es ist ein sehr empowerndes Buch. Und zudem ist es auch ein sehr ästhetisches Buch. Ich finde auch, dass Kunst als Kommunikationsform das schafft, was Sprache auch oft nicht schafft. Es dringt durch ziemlich viele Seins- und Lebensschichten bis hin zu schwergängigen Bereiche wie Wollen oder Begehren oder ja die Seele. Also deswegen finde ich, ist auf jeden Fall die Ästhetik oder die Möglichkeiten von Kunst sind ganz wichtig. Dann gibt es hier Down by the River. Das sind Kindergedichte oder Rhymes, so ganz kurze Kindergedichte. Und die sind auch wieder mit sehr schönen Bildern versehen. Das hier ist eigentlich ein Buch, was von Erwachsenen vorgelesen werden. Das ist nichts, was Kinder selber vorlesen. Aber es ist so ein Stück weit sozusagen so eine Rückreise in die eigene Kindheit und die ganzen Kinderreime, glauben sie eigentlich, heißen die, glaube ich, eigentlich eher. Also hier sind Kinderreime gesammelt worden und eben halt mit Bildern, Interaktionen von Kindern verbunden worden. Das finde ich auch ein sehr schönes Buch. Das letzte Buch habe ich gerade dieses Jahr gekauft. Das Buch heißt When Terrible Things Happen. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil zu meiner pädagogischen Perspektive gehört auf jeden Fall eine sehr verarbeitungsorientierte Perspektive, die die Krisen und Konflikte von Kindern versucht ernst zu nehmen und eben halt nicht nur versucht sozusagen eine schnelle Lösung zu kriegen, es gibt ein Problem und jetzt suchen wir eine Lösung, sondern eben halt auch so ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und entschleunigt und sich anguckt, dass zwischen Problem und den Weg zu verschiedenen Lösungsversuche und Lösungen, dass da so ganz viel Durchhalten, Rückschläge, Scheitern und ja schwierige Gefühle irgendwie damit verbunden sind. Und dieses Buch ist ein Buch, was sich vorgenommen hat, teilweise Sachen, die unaussprechlich sind, wie große Verluste und Trauer, wenn Elternpersonen sich trennen oder nicht auffindbar sind, irgendwie wenn vertraute Personen auseinandergerissen werden oder lange chronisch krank sind oder sterben. Also all diese Verlusterfahrungen, die unterschiedlich im Leben auftreten, auch in der Plötzlichkeit, also die zu thematisieren. Ist ein Buch, was gestaltet wird. Also da sollen die Kinder sozusagen selber zeichnen, malen. Es ist fast so ein bisschen Tagebuchcharakter. Die können hier Gesichter mit verschiedenen Gefühlen ausmalen. Und dann gibt es auch einen Körperumriss, wo sie schreiben sollen, wo Gefühle anfangen, wo sie anfangen, Gefühle zu fühlen und wie sich welches Gefühl anfühlt. Und dann didaktisch, das ist auch das Letzte, was ich so im Buch sagen will, dann gibt es so ein bisschen so eine Seite, die sich damit beschäftigt, mit Gefühle und ihre Maskierungen. Weil einige Gefühle sind schwer zu leben, deswegen lebt man die Maskierungen. Dann gibt es so eine Vereinbarung daran, wie es okay ist, schwierige Gefühle zu äußern. Also dass es eben halt sozusagen Grenzen davon gibt. Und dann schreibt man halt, wie man die Gefühle äußert. Zum Beispiel Sachen kaputt machen oder was weiß ich, ein Tier wehtun, weil ich sauer bin oder so. Und dann soll man die Ausdrucksweisen auf der Seite aufschreiben und soll die durchstreichen, die man nicht darf. Also eben halt die Katze treten, weil ich gerade sauer bin, geht auf jeden Fall nicht. Aber mein Kuscheltier holen und eine Decke und mich irgendwie einkuscheln geht. Also sowas zum Beispiel. Und ich finde so eine ganz, ganz kleinschrittige Art und Weise, um Kinder sozusagen in so eine verarbeitungsorientierte Perspektive zu stärken. Super, vielen herzlichen Dank ja. für diese Beispiele und auch vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Welches sind Ihre Lieblingsbücher aus der Kinder- und Jugendbuchliteratur? Ja, also da muss ich ein bisschen differenzieren, weil in meiner Kindheit war es tatsächlich so, dass alle Kinder, also natürlich alle Kinderbücher, wo schwarze Kinder vorkommen, waren meine Lieblingsbücher. Also auch die, die ich heute unter einem kritischen Aspekt betrachte. Also eins war Jim Knopf, das war ganz klar, weil er auch eine agierende, aktive Rolle hatte. Und ja, das war eine Identifikationsperson für mich oder Figur für mich.
Heute sehe ich das ein bisschen kritischer, da wurde er auch, der wurde auch als das N-Baby bezeichnet und so weiter. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es so, also ein Buch, das ich ganz toll finde, das ist jetzt kein Roman oder so, aber das ist dieses Buch Du gehörst dazu. Das ist gerade für meinen jüngsten Sohn, der ist fast drei, absoluter Hit. Das ist einfach ein Buch, wo ganz unterschiedliche Lebenskonzepte vorgestellt werden. Alles Mögliche, ja, also geschiedene Eltern, Eltern verschiedenen kulturellen Backgrounds, ja, schwule Eltern, lesbische Eltern und Arme und Reiche, also ganz viele verschiedene Lebensentwürfe, wo sich meiner Meinung nach fast jedes Kind irgendwo wiederfindet. Und das finde ich ganz super. Und solche Bücher, ja, finde ich klasse und hoffe ich, dass es immer mehr geben wird demnächst.